Jupiter-Ferne. Gestern gab es ja einen großen Paukenschlag, mit dem wahrscheinlich die wenigsten gerechnet haben. Was war denn jetzt die Gründe dafür, den Trainer, der eigentlich eine sehr erfolgreiche Hinrunde gespielt hat, zu entlassen? Also wir haben übers Wochenende mal eine Analyse erstellt und aus der Analyse ergibt sich ein Ergebnis. Und dann muss man das Ergebnis bewerten und da sind wir einstimmig zu der Meinung gekommen, dass wir, um unsere Ziele zu erreichen, neue Reizpunkte setzen müssen eigentlich vor der Mannschaft. Und das war eigentlich der Grund, warum wir zu der Entscheidung gekommen sind, uns von Dirk Lottner und Robert Rolofsen zu trennen. Jetzt wollte ich da ein bisschen ins Detail gehen. Es gab ja auch, sagen wir mal, nicht nur den Punkt, dass die Mannschaft ein bisschen, sagen wir mal, lethargisch gewirkt hat, sondern es gab ja ganz konkrete Anhaltspunkte, wo es Kritik gab, zum Beispiel am 3-5-2-System. Teilen Sie das? Also das ist eigentlich Kerngeschäft des Trainers. Der Trainer muss wissen, was er für eine Mannschaft hat. Danach richtet er sein System aus. Dass man, wenn man nach nicht so guten Spielen oder nach schlechten Ergebnissen natürlich immer eine Aufstellung oder ein System hinterfragt, ist natürlich klar. Aber in diese Angelegenheit habe ich mich nie eingemischt. Ich glaube auch Markus Mannig. Wir haben uns zwar darüber ausgetauscht, aber dem Trainer dann vorzuschreiben, du hast das und das System zu spielen, das kommt eigentlich nicht in Frage. Aber Sie haben doch sicher auch mit dem Trainer dann drüber gesprochen, weil ich meine, es gibt ja offensichtliche Nachteile dieses Systems. Das ist ja relativ einfach auszuspielen, wie man in Steinbach gesehen hat. Nicht? Ja, gut. Nochmal, das ist Kernkompetenz von einem Trainer, System und Aufstellung, dass man sich darüber mal austauscht, ist ganz, ganz klar. Ich habe da auch meine Meinung zu. Aber ich würde mir nie erlauben, einem Trainer zu diktieren, welche Mannschaft auflaufen soll oder welches System er spielen soll. Gilt das auch für die Geschichte, dass Sebastian Jakob, der beste Stürmer, dann auf der 10 spielen musste in den letzten Begegnungen? Ja, auch das ist eine Entscheidung, die ein Trainer treffen muss. Ich schaue mir zwar das ein oder andere Training an, ich bin hier oben, das wissen die ja selber. Ja. Aber der Trainer sieht die tagtäglich und ich habe immer gesagt, ein Trainer stellt nie eine zweitbeste Mannschaft auf, sondern er stellt immer die Mannschaft so auf, dass er denkt, das ist die beste Mannschaft, die am Samstag aufläuft. Ja. Gut, ja, dann gibt es natürlich den Punkt unzufriedene Spieler. Das ist natürlich immer so eine Sache, die wird es wahrscheinlich auch im März wieder geben, wenn der neue Trainer da ist und gewisse Leute dann einfach auf der Bank sitzen. Aber wir haben ja eben kurz gesprochen, es gab Unzufriedenheit in der Mannschaft. Ja, dass ein Spieler, wenn er auf der Bank sitzt, nicht zufrieden sein kann, da muss man mit umgehen können. Wenn du 18 gleichwertige Spieler hast, können immer nur 11 Spieler. Und da muss ich nochmal sagen, ein Trainer stellt immer die beste Mannschaft auf und niemals die zweitbeste Mannschaft. Aber ich meine, da hört man ja auch schon mal in die Mannschaft rein. Also in der Mannschaft hat es eigentlich gestimmt. Also da war keine schlechte Stimmung. Oder dass, wenn man das bezeichnen will, sondern auch im Training, was man beobachten konnte oder auch Aussage vom Trainer, haben halt eigentlich immer alles so mitgezogen, wie man sich das vorstellt. Ja. Und trotzdem hat jetzt die Spielweise darauf hingedeutet, dass es nicht reichen wird. Ja, ich meine, du musst ja dann, als wenn du Entscheidungsträger bist, musst du ja eine Entscheidung machen und diese Entscheidung hat ja irgendwelche Grundlagen und wir sind einfach zu der Meinung gekommen, dass man eigentlich eine Weiterentwicklung in der Mannschaft nicht erkennen konnten über die letzten Wochen oder Monaten und sind dann einfach zu der Erkenntnis gekommen, dass auch vor der Mannschaft jetzt ein neuer Reizpunkt gesetzt werden muss, um unser Ziel zu erreichen und der ist nun mal Aufstieg in die dritte Liga. Wir versuchen das jetzt schon im vierten Jahr und wir müssen das einfach dieses Jahr schaffen. Okay.
Jetzt ist eine andere Sache, die ziemlich verwundert hat, nämlich, dass Markus Mann die Mannschaft betreut. Dabei gibt es viele aktive Trainer im Verein und auch einen, der das ja schon mal besonders gut gemacht hat. Warum haben Sie sich nicht hingesetzt auf die Bank? Das kann ich ausschließen, das kann ich auch für die Zukunft ausschließen. Wir hätten ja noch einen A-Jugendtrainer gehabt, den Oliver Schäfer, der die Mannschaft hätte diese Woche auf das Spiel vorbereiten können. Ging leider nicht, weil er schon einen Urlaub gebucht hatte, der fliegt am Mittwoch nach Japan. Ah, okay. Dann ist das die Grundlage. Jetzt Stichwort Trainersuche. Hat Dino Topmüller seinen BMW schon um die Ecke geparkt? Ich meine, den Namen habe ich jetzt auch heute Morgen zum ersten Mal gehört. Ich weiß nicht, wie man darauf kommt. Also darüber haben wir uns überhaupt noch keine Gedanken gemacht. Wir müssen jetzt sehen, dass wir unser letztes Spiel gegen Rot-Weiß Koblenz erfolgreich über die Bühne bringen. Und danach werden wir uns dann intensiv diesem Thema widmen. Wir haben auch bisher noch mit keinem Trainer gesprochen. Ich habe ihn ja eben gesagt, nur... Ich glaube, 10 Minuten nach Bekanntgabe der Freistellung von Dirk hatte, glaube ich, Markus schon 25 Mitteilungen auf seinem Handy. Ja, es ist schon erstaunlich, wie schnell sich das rumspricht. Ja. Ne? Jetzt ist bei der Trainersuche natürlich nicht nur das Sportliche, sagen wir mal, die Leistungsdaten entscheidend vielleicht, sondern es muss ja auch menschlich passen. Und das war ja beim Dirk sehr gut. Es ist ja nicht umsonst so, dass er 3,5 Jahre es hier gepackt hat oder Trainer war hier. Das hat ja außer Klimaszewski, glaube ich, niemand geschafft. Ne? Nach welchen Kriterien gehen Sie vor bei der Suche? Auch darüber, muss ich sagen, haben wir uns über das Anforderungsprofil im Moment noch keine Gedanken gemacht. Nach dem Spiel gegen Rot-Weiß Koblenz haben wir ja 4 Wochen Pause, die neue Trainingsvorbereitung auf die Rückrunde, die beginnt Anfang Januar. Da lassen wir uns jetzt auch Zeit und da wird es auch keinen Schnellschuss geben. Ja, also Sie werden sich alle sehr genau ansehen, nicht? Genau. Ja, und dann ist natürlich noch die Frage, dass der Trainer gehen musste, kann man jetzt irgendwo ein bisschen nachvollziehen, angesichts auch der, denke ich, Entwicklung, die es gab. Aber warum musste auch der Co-Trainer gehen? Gut, beide haben ja eng zusammengearbeitet und der neue Trainer, der kommt, der wird mit Sicherheit seinen Co-Trainer mitbringen. Aber alles andere, was sonst um die Mannschaft drumherum ist, das wird bleiben. Also wenn jetzt ein Trainer kommen würde und sagt, ich will noch einen neuen Torwarttrainer, einen neuen Athletiktrainer, also dem sagen wir auch gleich, damit hat sich das Gespräch erledigt. Ja. Jetzt haben Sie ja, wie gesagt, einen sehr waghalsigen Schritt gemacht, ne? Also den tabellenführenden Trainer sozusagen abgeschossen. Damit tragen Sie natürlich eine gewisse Verantwortung, die auch dann sich umkehren kann, wenn es schief geht. Nicht? Ob diese Entscheidung richtig war, das wird die Zukunft zeigen. Das genau, wenn Sie im privaten Bereich eine Entscheidung treffen oder wenn Sie ein Wirtschaftsunternehmen leiten, wenn Sie dort eine Entscheidung treffen, das wird die Zukunft zeigen. Und bei uns können wir die Zukunft genau terminieren. Das ist Mitte Mai, ob wir den Aufstieg geschafft haben oder nicht. Ich bin der Meinung, dass wenn wir jetzt die richtigen Akzente setzen, dass wir es schaffen werden. Ja, also wir haben ihn gestern nochmal nach einem Gespräch untereinander, also nicht mit Dirk, sondern von den Verantwortlichen, die Entscheidung getroffen, dass wir das machen. Da haben mehrere Aspekte zu dieser Entscheidung geführt. Vor 2 Wochen ist richtig, da hatten wir die Hinrundenanalyse, die ich auch da schon so ein bisschen mit gemischten Gefühlen gemacht habe, wo wir auch darüber gesprochen haben, dass die Leistungen nicht immer überzeugend waren, dass die Ergebnisse gestimmt haben. Und ich bin nach wie vor ein großer Verfechter und großer Befürworter vom ergebnisorientierten Spielen, weil das nun mal das ist, was zählt.
Das haben wir eine Zeit lang gut hinbekommen, aber es ist dann, hat dann so irgendwann ein bisschen Überhand genommen. Man muss auch zwischen dem ergebnisorientierten Spielen auch immer mal wieder überzeugende Leistung bringen, weil sich sonst die Wahrscheinlichkeit einfach erhöht, dass es irgendwann nicht klappt. Man kann sich nicht immer darauf verlassen, am Ende irgendwie ein 1-0 hinzukriegen. Da haben uns einfach die überzeugenden Auftritte auch eigentlich nicht die ganze Vorrunde, es ist verkehrt, aber vor allem in der letzten Zeit dann einfach gefehlt. Und das ist einfach notwendig, um auf Dauer dann auch irgendwo erfolgreich zu sein. Und ansonsten, ja, uns ist die Entscheidung schwer gefallen. Das ist vor allem auf menschlicher Ebene ist das eine sehr schwere Entscheidung gewesen. Auch heute Morgen dann nochmal das Verabschieden. Es ist schon auch in einer gewissen Weise emotional gewesen. Es waren dann trotzdem 3,5 Jahre gewesen. Wir haben den beiden, Robert und Dirk, auch viel zu verdanken. Sie haben damals auch mitgewirkt, den Umschwung hier reinzukriegen. Und im Fußball gehört es aber leider auch manchmal dazu, unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Die haben wir jetzt dieses Mal getätigt. Wir sind auch nicht da, um Beliebtheitswettbewerb zu gewinnen, sondern wir sind dafür verantwortlich, die Weichen so zu stellen, dass wir denken, am erfolgreichsten sein zu können. Und man weiß es nie, ob die Entscheidung richtig war oder nicht. Das wird sich erst dann zeigen. Aber zum heutigen Zeitpunkt haben einfach viele Aspekte dafür gesprochen, das so zu machen. Auch wenn ich jeden einzelnen Außen oder die Außenstehenden verstehe, die das jetzt im Moment nicht nachvollziehen können. Aber wir haben die Entscheidung nicht aus dem hohlen Bauch raus getroffen oder nach dem 8. Bier getroffen, sondern es gab Gründe, warum wir das gemacht haben. Und dann muss man auch mal ein bisschen Risiko gehen, um am Schluss erfolgreich zu sein. Ja. Ich habe jetzt eben eine Nachricht bekommen, das ist wahrscheinlich nur ein Gerücht, aber das sagt, dass die Mannschaft sich gegen das Trainerteam ausgesprochen hätte. Ist das wahr? Wir haben, wobei ich bin ja meistens relativ nah an der Mannschaft dran, das war jetzt nicht nur die letzten 2-3 Tage, sondern eigentlich regelmäßig. Und aber auch, wir haben natürlich Gespräche geführt. Das ist eine Entscheidung, die man nicht den Spielern überlassen kann, das definitiv nicht. Aber man muss sich die Sachen anhören und dann spielt das mit in die Entscheidung eine Rolle. Aber ich möchte eigentlich auch ungern auf die genauen Details eingehen, weil im Endeffekt haben die dann am Schluss gegen die beiden gesprochen und ich finde, das gehört jetzt so nicht in die Öffentlichkeit. Es ist einfach ein Zeitpunkt gekommen, wo wir das Gefühl hatten und wo wir der Überzeugung sind, dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht, eine neue Ansprache braucht, um vielleicht nochmal ein paar Prozentpunkte rauszukitzeln, die jetzt in der Vergangenheit über die Jahre vielleicht auch ein bisschen eingeschlafen sind. Ansonsten, wie gesagt, können wir Dirk und Robert wenig vorwerfen. Sie haben gute Arbeit gemacht und dafür möchte ich mich auch an dieser Stelle bei Ihnen nochmal bedanken. Ja, prima. So, jetzt sind Sie Interimstrainer, ne? Zum ersten Mal in Ihrem Leben, oder? Das ist richtig, ja. Ich habe noch nie die Intention gehabt, Trainer zu werden und ich habe sie auch bis heute nicht. Ich hätte darauf gerne verzichtet, aber die Situation erfordert das jetzt nun mal. Ich sag mal, das Schöne war, mal wieder auf dem Platz zu stehen. Das habe ich tatsächlich schon ewig nicht mehr gemacht. Aber wie gesagt, ich habe mich darum nicht gerissen. Wir hätten es lieber in einer anderen Konstellation weitergemacht oder hinbekommen. Aber die Situation erfordert das jetzt und dann mache ich das auch und mache ich auch aus voller Überzeugung und bin auch der Meinung, dass ich die Mannschaft dann für Samstag hoffentlich so hinbekomme, dass wir da ein gutes Spiel abliefern und ein gutes Ergebnis einfahren werden. Ja, sagen wir mal, der Gegner ist wohl der dankbarste, den man im Moment bekommen kann, der Tabellenletzte. Ne? Es wird aber trotzdem kein automatischer Sieg eingefahren. Ja, ne? Das ist also dankbar würde ich es vielleicht noch nicht mal sagen. Es birgt natürlich auch ein gewisses Risiko, aber es ist Fakt. Wir müssen den Anspruch haben, das Spiel zu gewinnen. Das ist gar keine Frage. Da gibt es auch keine Alternative dazu. Das wissen auch die Jungs. Die Jungs stehen auch in der Pflicht. Es ist ja auch nicht so, dass ein Trainer auf dem Platz gestanden hat, sondern die Spieler haben auch ihren Teil dazu beigetragen. Es führt nicht der Trainer die Zweikämpfe in der ersten Halbzeit in Steinbach, sondern das sind die Spieler selbst. Aber was ich vielleicht auch nochmal sagen will, es war jetzt nicht die Entscheidung aufgrund von einem Spiel in Steinbach oder aufgrund vom Ergebnis, sondern einfach aufgrund der Entwicklung. Und von daher, wir sind in der Pflicht, am Samstag zu gewinnen, wissen aber auch, wie es im Vorspiel gelaufen ist, wo wir, glaube ich, nach der 80. unsere beiden Tore gemacht haben. Von daher sind wir gewarnt, aber müssen dieses Selbstverständnis entwickeln, dieses Spiel auch zu gewinnen. Ja. Jetzt gab es auch sehr, sehr viel Kritik am Spielsystem, an dem 3-5-2. Das werden Sie ändern für Samstag, oder? Davon gehe ich aus, ja. Ja, wir haben auch schon gute Spiele mit der Dreierkette gemacht, oder mit der Fünferkette, das ist gar keine Frage. In der letzten Zeit war es eben so, dass die Gegner sich darauf eingestellt haben, dass wir in diesem System relativ verwundbar waren, leicht auszurechnen waren, dass uns die Gegner teilweise mit 5 Spielern, 7 Spieler von uns aus dem Spiel genommen haben.
Das war offensichtlich, die Gegner hatten sich darauf eingestellt, aber wie gesagt, es gab auch schon gute Spiele. Die letzten 3-4 Spiele hat es einfach nicht mehr gepasst, von daher ist es sehr wahrscheinlich, dass wir das ändern werden. Ja. Kommen wir jetzt mal zur Trainersuche. Dieter Ferner hat eben gesagt, das hat noch gar nicht stattgefunden, obwohl Dino Toppmöller ja doch heiß im Gespräch ist. Er hat quasi parallel zur Entlassung von Dirk Lottner den Vertrag in Virton aufgelöst, aber Sie haben keinen Kontakt zu ihm? Nein, also die Vertragsauflösung habe ich vermutlich nach Ihnen mitbekommen. Also ich habe das auch erst gestern Abend mitbekommen, da gab es keinen Kontakt und es gab auch zu den anderen Trainern keinen Kontakt. Wie gesagt, es war keine lang geplante Entscheidung, sondern natürlich hat man den Prozess angeschaut, die Entwicklung angeschaut und die endgültige Entscheidung war aber gestern gewesen. Und wegen dem haben wir in der Vergangenheit auch keine Gespräche geführt. Das gebührt einfach auch dem Respekt den beiden gegenüber und natürlich auch ehrlicherweise in dem Wissen, dass wir jetzt nur noch ein Spiel haben und dann bis Weihnachten noch circa 3 Wochen Zeit haben und dann nochmal 10 Tage bis zum Trainingsauftakt. Von daher bestand da jetzt keine Eile, das Spiel am Samstag hoffentlich bekommen wir auch in der Konstellation jetzt erfolgreich über die Bühne. Und von daher besteht da jetzt im Moment kein großer Druck. Kein großer Druck, aber der Markt ist ja auch nicht so prall wie jetzt sagen wir im Sommer, wo doch Verträge auslaufen. Das ist im Winter weniger der Fall. Ja, Trainer gibt es glaube ich immer gleich viel. Es können ja immer nur, weiß nicht, 6,72 unter Vertrag sein bei den Profis. Aber klar, meine Trainer sind frei, sind mal wieder weg. In der letzten Zeit gab es einige Trainerwechsel von der ersten bis zur vierten Liga. Von daher war da viel Bewegung im Markt gewesen. Der eine hätte danach gerne Auszeit, der andere will direkt weiterarbeiten. Das sind jetzt Dinge, die man rausbekommen muss oder die man mal zusammenfassen muss, welche Möglichkeiten es gibt und wer zu uns passt und bei wem wir das Gefühl haben, dass der diese Impulse setzen kann, die wir uns von einem neuen Trainer versprechen. Ja. Gibt es da irgendeinen Typus, den Sie da bevorzugen? Das kann ich jetzt heute noch nicht sagen, dass wir sagen, wir suchen jetzt einen ganz Jungen oder wir suchen einen alten Haudegen. Es ist sicherlich beides möglich. Am Schluss muss er ein paar Komponenten mitbringen, um zu sagen, mit diesen Fähigkeiten kann er aus der Mannschaft vielleicht noch das ein oder andere rauskitzeln. Da gibt es sicherlich verschiedene Ebenen, auf denen das sein kann. Und da müssen wir eben schauen, wer passt am besten zu uns, wer kann sich mit der Aufgabe identifizieren, wer steht auch voll hinter der Aufgabe, will das machen und nicht einfach nur einen neuen Job haben, sondern wir brauchen schon jemanden, der sich hiermit identifiziert, der mit aller Macht diesen Aufstieg schaffen will. Und da werden wir genau hinschauen und hoffentlich dann die richtige Entscheidung treffen. Ja, er tritt ja auch in große Fußstapfen, denn der Dirk hat ja doch gerade zu den Fans oder bei den Fans ein Stein im Brett gehabt und es wird sicherlich schwierig sein, das so auf Anhieb nochmal wieder aufzunehmen mit einer anderen Person, so ein Verhältnis, nicht? Ja, sicherlich. Bei Dirk war das allerdings auch nicht von Anfang an so gewesen. Dirk kam hier auch her, den zu dem Zeitpunkt damals, glaube ich, auch keiner erwartet hätte, dass wir ihn verpflichten. Und von daher hat sich das entwickelt, das hat er sich erarbeitet durch seine Art und durch seine Arbeit. Und diese Chance wird der Neue auch bekommen und hoffentlich wird er den gleichen Stand erreichen.